Berechne Q einer geometrischen Folge, wenn T1 4 ist und T10 78.732 ist. Da es sich hier um eine geometrische Zahlenfolge handelt, können wir diese Formel einsetzen. Wir wissen, dass das erste Glied der Folge 4 ist und dass das zehnte Glied der Folge 78.732 ist. Da wir hier Informationen über die Glieder haben und wir suchen Q, nehmen wir diese Formel. Wir wissen, dass T10 78.732 ist. Durch diese Formel wissen wir aber auch, dass T10 T1, das heißt 4, mal Q hoch 10 minus 1 sein muss. Also muss diese Zahl dieselbe sein wie 4 mal Q hoch 9. So, jetzt setzen wir die 4 rechts rüber, wo sie teilen wird. Dieser Bruch ergibt 19.683. Und jetzt setzen wir die 9 noch rechts rüber. Die wird da zur neunten Wurzel. Q ist also gleich zur neunten Wurzel von 19.683. Und entweder per Primfaktorenzerlegung oder mit dem Taschenrechner finden wir, dass diese neunte Wurzel gleich 3 ist. Der Auftrag ist schon erledigt.